Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei der Social Media A-Vorlesung, bei unserem dritten Termin. Heute am Programm Definitionen. Was ist Social Media? In welchem Ökosystem bewegen wir uns da? Welche Eigenschaften, welche Spezifika und Besonderheiten grenzen Social Media Plattformen von anderen Medien, von anderen digitalen Medienformen ab? Gleich zu Beginn mal ein Spoiler, es ist keine genaue, keine strikte Definition. Wir werden uns dem Thema annähern aus verschiedenen Richtungen und wir werden dann ein paar Blicke werfen auf das, ich sag mal, Gesamt-Social-Media-Ökosystem. In der letzten Woche im Hörsaal, da gab es wirklich, die von Ihnen, die dabei waren, wissen das, da gab es ein paar sehr schöne Praxisbeispiele von Teilnehmerinnen. Viele von Ihnen sind ja selber recht aktiv in Social Media und wir haben uns in den letzten Terminen primär mal die großen 8, 7, 8, je nachdem ob man Pinterest dazu zählt, angesehen, also die großen Social Media Plattformen, an die man sofort denkt. Da ist natürlich zum einen Facebook und Instagram und WhatsApp, zusammengefasst in dem im Mutterkonzern Meta, also das Meta-Universe oder Metaverse, Mark Zuckerbergs Vision, dann YouTube, zum Google-Konzern gehörig und mit weitem Abstand auf Platz 1 bei den Videos, dann die jüngeren Social-Media-Netzwerke, TikTok, Snapchat, Pinterest habe ich bereits erwähnt und dann natürlich auch noch im beruflichen Bereich LinkedIn, fast mein Lieblingsnetzwerk vergessen zu erwähnen, und Twitter derzeit ein wenig wie der sprichwörtliche Papagei, der in den Ventilator geflogen ist seit der Übernahme durch Elon Musk. Aber das sind so die großen Netzwerke, an die man primär mal denkt. In der Tat gibt es aber hunderte, wenn nicht tausende kleinere Special Interest Seiten, die ebenfalls ähnliche Mechanismen verwenden und nicht zuletzt sind, ich sage mal, Komponenten oder Bestandteile von Social Media in sehr vielen anderen Applikationen, Webseiten integriert. Denken Sie beispielsweise an einen Büchershop, hypothetisches Beispiel, der nicht nur die Bücher dort verkauft, sondern auch eine Community betreibt, in der ja, die einzelnen Leserinnen Review schreiben können. Eigentlich gar nicht so hypothetisch, haben eine Funktion, die meisten Online-Shops tatsächlich haben. Denken Sie beispielsweise an Amazon. Also das Social in Social Media bezieht sich natürlich primär mal ganz stark darauf, dass es hier um einen Austausch geht, um einen sozialen Austausch, um Kommunikation. Und ein ganz wesentlicher Punkt, ein ganz wesentlicher Bestandteil, wenn wir auf die klassischen, wenn man das so nennen darf, Social Media Plattformen schauen, das sind primär erstmal Infrastrukturen. Das bedeutet, die Betreiber, ob das jetzt Meta ist oder LinkedIn, kreieren nicht die Inhalte. Die Inhalte kommen von den Nutzerinnen, von den Nutzern dieser Plattform. Das sind je nachdem, was wir uns jetzt anschauen, entweder professionelle Content Creator. Auf TikTok habe ich jetzt wieder eine aktuelle Statistik gesehen. Das ist ganz spannend. Wenn Sie selber auf TikTok Videos veröffentlichen, noch dazu regelmäßig, dann gehören Sie zu einer Minderheit. Es sind aktuell nur 3,5% aller TikTok-Nutzerinnen, die selber Inhalte hochladen. Das heißt, eine relativ kleine Anzahl von Content-Creatern, die schaffen dort die Inhalte, die die restlichen 96,5% im Wesentlichen sehen. Dieses Verhältnis ist unterschiedlich, je nach Plattform. Wenn man WhatsApp auch zu den Social-Media-Plattformen zählen möchte, wie gesagt, primär ein Messenger, aber es gibt natürlich auch die Gruppenfunktionen und so weiter, dann hätte oder hat WhatsApp den höchsten Anteil an aktiven Uploadern, Content-Creatern mit über 70%. Facebook liegt da auch recht hoch, Instagram ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwo bei 30%. Aber das sind die Personen und dann gibt es natürlich noch Nutzerinnen, die sporadisch mal was veröffentlichen. Aber die ganzen Inhalte, egal auf welcher Plattform, kommen nicht von den Betreibern, sondern von den Nutzerinnen dieser Plattform. Was tun dann die Unternehmen? Zum einen diese Infrastruktur bereitstellen, das ist technisch, organisatorisch, elektrisch, alles andere als untrivial. Sie brauchen
egal ob das jetzt YouTube ist, im Fall von Google, wo auch noch sehr, sehr große Datenmengen anfallen, oder ein Social Network wie Facebook, wo ja die Kommunikationen in Echtzeit synchronisiert werden soll und die Daten schnell zur Verfügung gestellt werden sollen, das braucht recht große internationale verteilte Infrastruktur, sprich jede Menge Serverfarmen, Speicherplatz und so weiter. Und das Zweite, was diese Betreiber tun, ist, sie legen ein, wenn sie so wollen, Set von Regeln fest, beziehungsweise sie stellen eine Plattform zur Verfügung, auf der die Nutzerinnen, abhängig von den jeweiligen Funktionen, unterschiedliche Dinge tun können. Ich sage das mal ganz bewusst so abstrakt, zu diesen unterschiedlichen Dingen gehört nicht nur das Hochladen von Informationen, also das klassische Veröffentlichen von Beiträgen, ob das jetzt Videos oder Bilder sind, sondern der erste Schritt besteht, auch das ganz typisch für Social Media Plattformen, in der Registrierung. Wenn Sie jetzt an Facebook, LinkedIn und so weiter denken, da gibt es gewisse Teile der Plattformen, die auch ausgeloggt zugänglich sind. Beispielsweise LinkedIn-Artikel werden indexiert, dafür müssen sie nicht eingeloggt sein. Facebook-Pages sind öffentlich aufrufbar. Instagram-Konten genauso, wenn sie dann ein paar Bilder runterscrollen, dann werden sie aber aufgefordert, sich einzuloggen. Das heißt, beschränkter öffentlicher Lesezugriff, aber wenn sie selbst tätig, wenn Sie selbst aktiv werden wollen, dann müssen Sie sich im Normalfall registrieren. Diese Registrierung geht einher mit der Übergabe Ihrer Daten. Sie brauchen dazu im Normalfall einen Unique Key, der Sie identifiziert. Das ist in der Regel entweder die E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer und ein Passwort. Bei den meisten oder ich glaube mittlerweile bei allen Netzwerken können Sie dann in weiterer Folge optional auch die Two-Step-Verification aktivieren. Mit dieser Registrierung, mit diesem Login-Prozess bekommen Sie, wie gesagt, im Normalfall die Möglichkeit, selber Inhalte zu veröffentlichen, aber zugleich auch ein Profil. Dieses Profil kann mehr oder weniger aufwendig gestaltet sein. Ich werde zwischendurch immer wieder mal den Bildschirm teilen. Wenn Sie an Twitter denken, damit wir hier haben wir das richtige Fenster. Wenn Sie an Twitter denken, allerdings ein wenig hell. Ach, die Technik. So. Ich glaube, das passt von der Farbe besser. Wenn Sie an Twitter denken, haben wir hier die Startseite mit dem Feed, also die letzten Tweets der Personen, die ich abonniert habe in diesem Fall. Und wenn Sie sich hier den Account anschauen, wenn Sie auf Ihren eigenen Account klicken, da sind die Gestaltungsmöglichkeiten recht überschaubar. Wir haben wie in den meisten, auch in allen Social Media Plattformen, ein Nutzerbild, ein Avatarfoto, das natürlich eine zentrale Rolle einnimmt, sozusagen die primäre visuelle Repräsentation. Wir haben hier bei Twitter ein Headerbild und relativ überschaubare textliche Informationen. Das heißt, ein kurzer Slogan, ähnlich wie bei Instagram-Profilen. Dann ist hier noch ein Ort angegeben. Sie haben die Möglichkeit, einen Link zu hinterlegen, optional den Geburtstag, und dann steht hier noch, seit wann Sie eben bei Twitter sind. In dem Fall. Dieses Profil entsteht notwendigerweise. Sie können eigentlich Social Media Plattformen nicht verwenden, ohne ein Profil zu haben. Sie müssen optional, allerdings im Normalfall nicht mehr als diese vorher genannten Grunddaten, eben E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Passwort eingeben. Ob und wie ausführlich Sie Ihr Profil dann gestalten, ob Sie Fotos hochladen und so weiter, bleibt Ihnen überlassen. Aber in jedem Fall geht sozusagen diese Registrierung mit der Erstellung eines Profils einher. Warum betone ich das so? Weil ein ganz wesentlicher Aspekt von Social Media etwas ist, das wir in der Kommunikationswissenschaft oder auch in der Psychologie als Selbstrepräsentation bezeichnen. Also sich selbst darzustellen gegenüber einer Öffentlichkeit oder einer Teilöffentlichkeit. Das ist eine Funktion, die bei Social Media immer mitschwingt. Und wie gesagt, in welchem Ausmaß Sie das tun,
hängt von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Gerade bei Twitter, weil wir bei dem Beispiel waren, gibt es eine Menge Accounts, die überhaupt nicht aktiv betrieben werden, sondern die mehr oder weniger nur angelegt wurden, um mitlesen zu können. Wenn Sie Twitter durchsuchen wollen oder die Suche in vollem Umfang nutzen, dann brauchen Sie auch einen Account. Das heißt, die Eintrittskarte unter Anführungszeichen ist diese Registrierung. Ein zweiter Punkt, der es wert ist, ein wenig beleuchtet zu werden, wenn wir über Social Media Definitionen nachdenken, ist die Tatsache, dass diese Eintrittskarte zumindest bei den großen Social Media Plattformen kostenlos ist. Es gibt diesen schönen Spruch, der schon seit vielen Jahren kursiert, wenn das Produkt gratis ist, dann bezahlst du mit deinen Daten, oder if the product is free, you are the product, wie es auf Englisch heißt. Wie bereits erwähnt, die Bereitstellung dieser Infrastruktur, aber auch der Betrieb, die Weiterentwicklung der Plattformen verschlingt beträchtliche Geldmengen an Ressourcen, an Mitarbeiterinnen, und das Einkommensmodell, das Verdienstmodell der typischen großen Social Media Plattform sieht eben so aus, dass man den Nutzerinnen ein attraktives, je nachdem, im Fall von LinkedIn beruflich interessantes, im Fall von Instagram auf Unterhaltung ausgerichtetes Umfeld bietet, und die Nutzer bezahlen insofern dafür mit ihren Daten, als sie in mehrfacher Hinsicht bei der Einrichtung des Profils, selbst wenn es nur so ein rudimentäres Profil ist wie auf Twitter, tragen die meisten hier den Ort ein, aber vor allem dann auch durch die Nutzung der Plattform Profile generieren. Nicht bewusst, sondern diese Nutzungsprofile entstehen und die Social Media Plattformen verwenden diese Profile, um gezielt Werbung auszuspielen. Das heißt, werbetreibende Unternehmen, die Anzeigen schalten, beispielsweise im Facebook-Feed, die könnten dann, so wechseln wir mal zu Facebook, die können sich dann also aussuchen, das werden wir uns in einer Einheit noch genauer anschauen, hier im Facebook haben wir die erste Werbung, in dem Fall von Ascrono. Ascrono zeigt mir diese Werbung an, weil ich in ihrem Targeting-Schema reinfalle, offenbar irgendwo in Österreich, möglicherweise bestimmtes Alter, bestimmte Interessen. Bin zwar kein Mac-User, also ganz hundertprozentig funktioniert das Targeting nicht, aber das ist im Wesentlichen das Prinzip. Die Werbetreibenden bezahlen dafür, die Plattformen verkaufen, wie immer sie das nennen wollen, die Daten oder die Aufmerksamkeit ihrer Nutzerinnen. Also nochmal zusammenfassend, Social-Media-Plattformen, Social Media Services sind Infrastrukturen, die Benutzung ist in der Regel kostenlos und die Betreiber generieren selber keine Inhalte. Sind das überhaupt Medien? Wenn Sie sich überlegen, in der klassischen Genese, in der mediengeschichtlichen Entwicklung, über die Sie im Studium schon einiges gehört haben, da ist das Medium eigentlich nie vom Inhalt getrennt sozusagen. Wir haben zuerst die Individualkommunikation und sehr viel später dann den Beginn der Massenkommunikation, industriellen Massenkommunikation, elektronische Medien. Die Player in diesem System, ob es nun klassische Zeitungen, Printmagazine, Fernsehsender, Radiosender sind, sind im Normalfall die Distributoren. Es gibt jetzt unterschiedliche Modelle, so wie in Österreich beispielsweise einen staatlichen Rundfunk, je nachdem, und private Sender, die dieselbe Infrastruktur benutzen, aber das sind die Distributoren und sie kreieren zugleich auch die Inhalte. Das heißt, die Verantwortung, wenn Sie so wollen, für die Richtigkeit, Korrektheit, für die rechtliche Einwandfreiheit der Inhalte liegt bei den Herausgebern. Und Social Media Plattformen auf der anderen Seite sind leere Infrastrukturen, die Nutzerinnen selber kreieren die Daten. Was ist dann daran überhaupt ein Medium? Naja, zum einen ist es ein digitales Kommunikationssystem, in dem sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteinander kommunizieren. Zum anderen ist es natürlich nicht ganz so, dass diese Plattformen keinerlei Regeln vorgeben. Durch die Art und Weise, es beginnt schon damit, welche Beiträge sie veröffentlichen können, welche Größe Bilder haben dürfen, welche Länge Videos beispielsweise haben dürfen, bestimmen diese Plattformen bis zu einem gewissen Grad die Inhalte mit. Aber das endet natürlich nicht bei den formalen Aspekten. Eine der Diskussionen, die uns in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem Thema Social Media immer wieder begleitet hat, Stichwort Gefahren von Social Media, hat
mit der Kontrolle von Inhalten zu tun. Sollte das ein wilder Westen sein? Am Anfang hätte ja vor allem Facebook gerne, natürlich nicht zuletzt aus eigener Bequemlichkeit, genauso wie Google gesagt, wir vergleichen uns sozusagen mit dem Hersteller eines Schreibblocks und wenn jemand auf diesen Schreibblock etwas Illegales schreibt, dann würde auch niemand auf die Idee kommen, den Hersteller des Blogs dafür zur Verantwortung zu ziehen. Natürlich hinkt dieser Vergleich an allen Ecken und Enden, weil das, was man auf dem Blog schreibt, im Normalfall ja nicht öffentlich ist. Und im Verlauf der letzten 10, 15 Jahre hat sich also auch die Notwendigkeit herauskristallisiert, dass diese Plattformen zum einen sicherstellen, dass rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden. Die sind aber wiederum je nach Land unterschiedlich. Denken Sie beispielsweise an das Wiederbetätigungsverbot, das ist ein spezifisch österreichisches Gesetz. In vielen anderen Ländern ist es nicht illegal, keinesfalls begrüßenswert, aber nicht rechtlich illegal, nationalsozialistische Symbole zu veröffentlichen. In europäischen Ländern bewegt sich die Panik vor weiblichen Brustwarzen in einem vertretbaren Rahmen. In den USA ist das eine Katastrophe und geht überhaupt nicht. Das heißt, diese unterschiedlichen Regelungen zu berücksichtigen, in Einklang zu bringen, zwingt die Plattformen, bestimmte Mechanismen bereitzustellen, und die reine User-Moderation, also quasi Bild mit Brustwarze, wird geflaggt und dann entfernt, reicht nicht, sondern die sind auch gezwungen, eigene Moderationsinfrastrukturen und letztendlich Moderationsteams zu installieren und darauf zu achten, dass die Inhalte eben den Rahmenbedingungen entsprechen. Das heißt, in technischer Hinsicht, wenn Sie so wollen, leere Infrastrukturen, aber in praktischer Hinsicht strukturieren die natürlich durch die Algorithmen und auch durch die Moderation, wer welche Inhalte sieht. Und da ist natürlich auch eine weitere Frage, die da mitschwingt, wie und das ist das Thema, das uns in der übernächsten Einheit beschäftigen wird, wenn wir als Nutzerinnen, als Nutzer mit unseren Daten hier bezahlen, wie soll man überhaupt sicherstellen, dass diese Plattformen entsprechend verantwortungsvoll mit unseren Daten umgehen? Da gibt es ja mehrere Dimensionen des möglichen Missbrauchs, nicht nur die Datenweitergabe, sondern staatliche Begehrlichkeiten und so weiter. Das war ja letztendlich auch der Grund, warum Mark Zuckerberg, wie lange ist das jetzt her, ich glaube 3 Jahre, vor dem US-Senat erscheinen musste und dort von Senatoren befragt wurde, was da bei Facebook wirklich passiert mit den Daten. Und das ist auch genauso der Grund, warum mittlerweile immer mehr Regierungen, ich glaube die britische und die französische Regierung haben es bereits beschlossen, verbieten, dass man auf Diensthandys, also auf offiziellen Regierungshandys, TikTok installiert, weil es da eben auch die Vermutung, also schon mehr als eine Vermutung, weil es einige Indizien gibt, dass da die in dem Fall kommunistische Partei in China recht direkten Zugriff auf die Daten hat. Das ist, diese ganze Datenschutzthematik spielt da rein, und Social Media war da natürlich nicht der alleinige Motivator, aber sicherlich einer der Hauptmotivatoren für die Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung, mit die uns, wie gesagt, in 2 Wochen, oder nein, länger als 2 Wochen, wir haben ja Ostern dazwischen, die uns dann beim 5. Termin beschäftigen wird. Das heißt, all diese Faktoren zeigen zum einen, es ist ein neuer Medientyp, das ist etwas Neues, und da braucht es auch neue Regulierungsmodelle, neue Strukturen. Wir haben auf diesen Social Media Plattformen natürlich nicht nur die privaten Nutzer, privaten Nutzerinnen, sondern es ist ein Amalgam, in dem auch Unternehmen tätig sind. Schlägt sich in der Struktur ja teilweise auch in unterschiedlichen Accounttypen wieder. Sie haben auf Facebook und LinkedIn die persönlichen Accounts plus die Company Pages. Es gibt auf Instagram unterschiedliche Accounttypen, genauso auf TikTok. Das heißt, wir haben hier ein System, in dem professionelle Kommunikatoren, Privatpersonen miteinander umgehen, miteinander kommunizieren. Wie kann man so etwas überhaupt in eine Art Definition fassen? Ich habe da ein paar Dinge rausgesucht, sozusagen in aufsteigender Komplexität, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar zum einen, wenn man erste Anlaufstelle sozusagen, wenn man einfach nur googelt nach Social Media Definition, ich habe es hier in die Suchmaske eingegeben, dann kommt hier ein sehr, sehr kurzer Satz, der sagt: Websites and applications that enable users to create and share content or to participate in social networking.
eine etwas, wie sagt man, zyklische oder tautologische Definition, sind also Webseiten oder Applikationen, die Nutzern ermöglichen, an sozialen Netzwerken teilzunehmen. Das geht allerdings auch etwas genauer. Unsere nächste Quelle ist das Wörterbuch Merriam-Webster, ein sehr populäres Wörterbuch im angloamerikanischen Bereich mit vielen Definitionen. Und die gehen da schon ein wenig mehr ins Detail. Bei Merriam-Webster bedeutet Social Media Forms of Electronic Communication, such as Websites for Social Networking and Microblogging, through which users create online communities to share information, ideas, personal messages and other content, such as videos. In dieser Definition stecken schon einige ganz grundlegende Themen drin. Zum einen, es geht um Communities, es geht um das Teilen von Informationen, von Ideen und um persönliche Inhalte. Ist das eine hinreichende Definition? Das ist ja immer die Frage, wenn wir irgendetwas definieren möchten. Grenzt diese Definition Social Media ausreichend von anderen Medientypen ab? Wikipedia bietet uns einen recht ausführlichen Artikel zu dem Thema. Social Media are interactive technologies that facilitate the creation and sharing of information, ideas, interests and other forms of expression through virtual communities and networks. While challenges to the definition of social media arise due to the variety of standalone and built-in social media services currently available, there are some common features. First, social media are interactive Web 2.0 internet-based applications. 2. User-generated content, UGC, such as text posts or comments, digital photos or videos, and data generated through all online interactions is the lifeblood of social media. Third bullet point, users create service-specific profiles for the website or app that are designed and maintained by the social media organization. And viertens, social media helps the development of online social networks by connecting a user's profile with those of other individuals or groups. In dieser Definition auf Wikipedia stecken vier ganz, ich würde mal sagen, wesentliche und zentrale Teile drin. Zum einen, der erste Punkt, ich weiß gar nicht, ob Ihnen dieser Begriff geläufig ist, Web 2.0 oder Web 2.0. Das wurde mal ganz gerne verwendet in der Beginnzeit der sozialen Medien, und zwar in erster Linie, um diese sozialen Medien abzugrenzen von der ersten Generation an Internet-Applikationen. Web 1.0, wenn Sie so wollen, das waren oder werden in dieser Klassifizierung die statischen Webseiten. Ich spreche hier so vom ersten Boom des World Wide Web 1994 bis 2000, 2002 circa. Und da waren Webseiten im Wesentlichen statisch, es gab vielleicht ein Gästebuch, und dann kamen die ganzen interaktiven Formate, Blogs, Microblogs und so weiter. Und daher eben dann also auch der Begriff Web 2.0. Der zweite Punkt in der Definition spricht das Thema UGC an, eben User Generated Content. Wie bereits erwähnt, die Plattformen produzieren selber keine Inhalte, also machen das die Nutzerinnen. Und es sind unterschiedliche Typen, unterschiedliche Medienformen, Fotos, Bildgalerien, Animationen, Videos. Das hängt eben von der jeweiligen Plattform ab. Die meisten Plattformen unterstützen das Veröffentlichen von Texten, Bildern und Videos. Manchmal kommen dann auch noch Dokumente oder spezielle interaktive Videoformate wie die Instagram Stories dazu. Der dritte Punkt in der Wikipedia-Definition, über den habe ich auch schon gesprochen, die Nutzer kreieren beim Registrieren, beim Einloggen ein Profil, und diese Profile oder diese Inhalte, auch wenn sie jetzt auf Instagram Fotos hochladen, auf TikTok Videos veröffentlichen, diese Daten und Profile werden von den jeweiligen Anbieterinnen betrieben und verwaltet. Und es ist jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass Meta oder LinkedIn
bei Twitter, weil ich mir da nicht mehr ganz so sicher, aber nein, Spaß. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Plattformen über Nacht verschwinden, aber es hat sich natürlich in der Vergangenheit auch schon vieles geändert. Ein Vorläufer oder eine der ersten boomenden Plattformen war MySpace, war mal sehr, sehr groß, so eine Art früher Social-Media-Versuch. Wie hieß das noch schnell in Deutsch? StudiVZ war mal sehr populär. Das wurde dann alles abgelöst durch Facebook und andere Plattformen. Und wenn Sie einen populären Account hatten dort und die Plattform verschwindet, dann ist man eben darauf auch angewiesen. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied zu einer eigenen Webseite, wo Sie selbst die Infrastruktur betreiben. Hier begeben Sie sich sozusagen in die Hände und damit auch in die Abhängigkeit von Dritten. Und der vierte Punkt hier in dieser Definition, Social Media helps the development of online social networks by connecting a user's profile with those of individual users or groups. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da gibt es viel Literatur drüber, unter anderem Seth Godin, amerikanischer Kommunikations-Online-Marketing-Experte, sehr zu empfehlen, hat ein dünnes Büchlein geschrieben, bereits vor etlichen Jahren. Das nennt sich Tribes. Ich glaube, der Untertitel ist Why We Need You to Lead Us. Und da geht es eben genau um dieses Thema, dass das Internet im Allgemeinen, aber Social Media ganz besonders, Personengruppen anhand von Interessen strukturiert. Ist jetzt nicht so, dass das vorher nicht der Fall gewesen wäre. Die von Ihnen, die vielleicht in einer ländlicheren Umgebung aufgewachsen sind, ich habe meine Kindheit und Jugend in Lienz in Osttirol verbracht, die kennen Vereine, ja, die einen sind bei der Bergrettung, die anderen bei der Wasserrettung, das hängt so von den persönlichen Präferenzen ab, aber, und das ist der große Unterschied, sie sind natürlich von den geografisch verfügbaren Ressourcen bzw. Personen abhängig. Und wenn sie sehr, sehr spezifische Hobbys haben, wenn sie ihre Freizeit der Zucht weißer Angorahasen, keine Ahnung, widmen, dann werden sie, oder dem Bau mittelalterlicher Instrumente, werden sie sich schwer tun, außer in Großstädten Gleichgesinnte zu finden. Und das Internet schließt natürlich Personen auch mit sehr, sehr spezifischen Interessen quer über Ländergrenzen hinweg zusammen. Also diese Bildung von interessensgetriebenen Communities ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, zwischendurch Luft holen, Kaffee trinken. Natürlich wie immer, wenn Sie Fragen haben, gerne den Chat füttern. Und damit sind wir mit diesen vier Punkten bei einer Definition, die schon fast, aber eben nur fast, alles abdeckt in Sachen Social Media. Die Definition, die ich am liebsten verwende, stammt aus einem wissenschaftlichen Artikel, der von mehreren Autoren, ich werde den Originalartikel dann auch verlinken, vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Und es geht in diesem Beitrag in erster Linie darum, Social Media zu definieren anhand verschiedener typischer Charakteristika. Was die Autorinnen hier getan haben, das ist ein ganz interessanter Ansatz, sie verwenden keine statische Definition, sondern sie haben sieben Building Blocks, nennen sie das, also Bausteine, Module, Elemente, wie man das nennen möchte, typische Module von Social Media Plattformen definiert. Und diese sieben Module, diese sieben Eigenschaften müssen erstens nicht komplett, also nicht alle sieben bei jeder Social Media Plattform vorkommen, aber zumindest eine oder mehrere dieser Building Blocks muss im Zentrum eines Angebots einer Plattform stehen, damit wir hier von einer Social Media Plattform sprechen. Was sind diese sieben Building Blocks? Kleine Fußnote dazu, diese sieben Building Blocks finden Sie dann auch in der Zusammenfassung, die sollten Sie sich auch im Hinblick auf die zwar mittlerweile noch in relativ weiter Ferne befindliche, aber dann doch irgendwann auf uns zugaloppierende Prüfung genauer ansehen, Klammer zu, ist nicht sehr kompliziert. Der erste, Identity oder auf Deutsch Identität. Da geht es eben genau um das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, das Thema Selbstrepräsentation. Ich lese Ihnen mal vor, was die Autorinnen dazu schreiben. Identity, this is the most basic functional block of social media. It represents the extent to which users reveal their identities
in a social media setting and can include information like name, age, gender, profession, location, and also information that portrays users in certain ways. Sie nutzen bei dieser Selbstrepräsentation mehr oder weniger diese Möglichkeit, die die Plattform Ihnen bereitstellt. Auf Ihrem LinkedIn-Profil spielt der Lebenslauf eine beträchtliche Rolle. Auf einem Instagram-Profil haben Sie keinen klassischen Lebenslauf in der Hinsicht. Auf Facebook, je nachdem, wie detailliert Sie Ihr Profil ausfüllen, können Sie von Ihren Lieblingsalben bis zu Ihren Lieblingssnacks so ziemlich alles lückenlos abbilden. Wie gesagt, die Nutzer suchen sich das aus, aber bei jeder Social-Media-Plattform spielt in irgendeiner Art und Weise eine Identitätsrepräsentation mit. Da hat sich in den letzten 30 Jahren in der Entwicklung des Internet natürlich auch sehr viel geändert. Mitte der 90er Jahre war, als endgültig klar war, das Internet wird ein großes Ding, digitale Medien werden sehr wichtig, gab es sehr viel kommunikationswissenschaftliche Literatur zum Thema fluide Identitäten. War ein wenig im Nachhinein betrachtet fast eine Vorwegnahme bis zu einem gewissen Grad der Gender-Debatte oder überhaupt der Debatte um fluide Identitäten. Es war zu der Zeit normal, wenn Sie an die vor zwei Wochen denken, die frühen Chatsysteme und so weiter. Es war zu dieser Zeit normal, mit einem Nickname aufzutreten. Es war absolut unüblich, in Kommunikations-Environment seinen echten Namen zu verwenden. Ich würde sagen, auf Diskussionsforen von Zeitungen, wenn Sie sich den Standard anschauen, da überwiegen noch die User-Nicks. Auf Social Media hat sich das schon recht stark geändert und geht mehr in Richtung echter Name, was natürlich auch mit Identität und Repräsentation zu tun hat. Der zweite Block, auch leicht zu merken, Conversations, Unterhaltungen, Dialog. How do users communicate with other users in a social media setting? Many facilitate conversations among individuals and groups. These conversations happen for a variety of reasons, such as to meet like-minded people, to find love, to build their self-esteem, or to be newsbreakers on innovative ideas or trending topics. Da sind wir natürlich wieder ganz stark im Bereich der Intention. Wenn Ihr Karriereplan Instagram-Influencer ist, dann werden Sie natürlich andere Dinge auf der Plattform tun, als wenn Sie sich einfach nur unterhalten lassen. Der Aspekt der Konversationen, die immer anhand mehrerer, ich sag mal, Ordnungssysteme strukturiert sind, ist ein ganz typischer. Im Fall von Facebook haben Sie zum einen Ihr Freundesnetzwerk sowie die Unternehmen, denen Sie folgen. Es gibt aber auch Hashtags, die spielen auf Facebook keine so große Rolle. Auf Twitter dagegen basiert ein Großteil der Recherche über die Hashtag-Feeds. Hashtag-Feeds sind ja nichts anderes als, wenn Sie so wollen, automatisch entstehende thematische Communities. Der dritte Punkt, natürlich auch sehr stark verwoben mit dem Thema Conversations, ist Sharing. In technischer Hinsicht realisiert durch den Share-Button, den Sie auf einigen Plattformen finden, aber in etwas weiterem Kontext bedeutet Sharing jetzt nicht nur bestehende Inhalte zu teilen, sondern generell eben das Teilen von Status-Updates, also auch von eigenen Inhalten. Social often implies an exchange between people, which in turn means sharing. We now distribute and receive more content in less time than all of humanity has done previously. Übrigens eine Aussage, die zumindest seit dem Mittelalter in jedem Jahrhundert stimmen würde oder bisher gestimmt hätte. Nichtsdestotrotz natürlich, die Inhalte, die man teilt, sind auch wiederum ein ganz wesentlicher Bestandteil der Identität. Der vierte Punkt, Presence oder Geolocation. Da geht es um die Verbindung der virtuellen mit der realen Welt. Virtuelle Welt ist durchaus real. Mit der analogen Welt, die ja gekennzeichnet ist durch räumliche Verhältnisse, durch Koordinaten, und viele Social Media Plattformen nutzen Funktionen. Denken Sie an Facebook Places, wo man irgendwo einchecken kann, wo man letztendlich auch sieht, wenn sich Freunde oder Kontakte in der Nähe aufhalten. Also alles, was in Richtung Geolocation, Verbindung von Virtualität und lokaler Präsenz geht.
spielt auch bei, nicht bei allen, aber bei vielen Plattformen eine Rolle. Ich würde sagen, der fünfte Punkt, der ist etwas, oder das ist eine Kategorie, eine Eigenschaft, die man wirklich in allen Social Media Plattformen verwirklicht findet, das sind die Relationships oder die Beziehungen. Mark Zuckerberg bzw. Facebook bezeichnet ihre Repräsentation der Interessens-, Freundschaftsverhältnisse und so weiter als Social Graph. LinkedIn spricht vom Economic Graph oder Business Graph. Es geht im Wesentlichen darum, dass diese Plattformen notwendigerweise dadurch, dass sie sich im Laufe der Zeit mit Personen vernetzen, Personen folgen, Unternehmen folgen, entsteht ein Netzwerk aus Interessen und Beziehungen. Es gibt auch Forscher, die das Ganze auswerten, da entstehen dann immer sehr schöne und beeindruckende Netzwerkgrafen. Aber diese Abbildung von Relationships und in weiterer Folge auch die Nutzung dieser Graphen für die Distribution von Inhalten ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Sechster Punkt im Zusammenhang mit Identität, Reputation. Reputation can have different meanings on social media platforms, but at its core, it's a sense of identifying the status of others and yourself in a social network. Reputation hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, im professionellen Bereich muss ich Ihnen da nicht lang und breit erklären, dass Vertrauen sehr, sehr stark unsere Entscheidungen beeinflusst. Aber Reputation hat auch sehr viel mit dem Ersteindruck zu tun. Es gibt eine South Park-Episode, die hat damals für recht viel Furore gesorgt. Das war im ersten großen Hype um Facebook. Die heißt, glaube ich, I have zero Facebook friends. Wenn Sie die nicht kennen, sehr interessante und wie von South Park gewöhnte bitterböse Kritik an Social Media. Der Punkt ist, dass einer der Jungs in der Serie da eben null Facebook-Freunde hat und deswegen dann auch entsprechend gemobbt und verlacht wird. Gar kein so völlig an den Haaren herbeigezogenes Thema. Aber das steckt da drin. Wenn Sie LinkedIn aufrufen und Sie schauen einfach nur nichts ahnend in den Newsfeed, dann gibt es so Faktoren wie, Sie scrollen da runter und sehen irgendwo ein Status-Update mit besonders vielen Likes. Da 512. 512, that's a lot. Ah, Torte der Wahrheit. Was Mütter in Deutschland falsch machen können. Arbeiten gehen, nicht arbeiten gehen. Trifft ganz gut. Da schaut man hin, weil das Ganze so viele Likes hat. Das gilt jetzt nicht nur für LinkedIn natürlich, sondern für alle Plattformen. Wenn ich aufs Profil von jemandem komme, von einem YouTuber, der hat 5 Millionen Follower, der muss irgendwas Interessantes machen. Diese Aspekte, diese Reputation oder wie es manchmal auch bezeichnet wird, Priming oder Social Priming, die steckt in allen diesen Netzwerken drin. Instagram hat ja eine Zeit lang überhaupt experimentiert mit der Nichtanzeige, also mit dem Ausblenden von Likes. Und zu guter Letzt, siebte Building Block, Gruppen. What communities and sub-communities exist on a social media platform and how easy are they to construct? As your network becomes bigger with friends, followers and contacts, it becomes necessary to sort your connections into different groups. This is exemplified in Twitter's lists and Facebook's public, private and secret groups. In der Tat finden Sie in der einen oder anderen Form auf den meisten Netzwerken Gruppen. Bei Facebook und LinkedIn heißen die auch tatsächlich Gruppen. Auf Pinterest, wenn Sie so wollen, werden auch die einzelnen Pinboards Gruppen. Also Infrastrukturen, wo Sie sich jetzt parallel zu Ihrem normalen Newsfeed oder zu ihren Freundes-, Bekannten-, Followerkreis in Gruppen mit Gleichgesinnten zusammenfinden. Da sind ja auch unterschiedliche Motivationen. Mit einem ehemaligen Studienkollegen, mit einer ehemaligen Schulkollegin, mit der Sie sich gut verstehen oder verstanden haben, vernetzen Sie sich auf Facebook vielleicht einfach, um in Kontakt zu bleiben. Einer Häkelgruppe treten Sie bei, weil Sie endlich mal diesen Sommer Ihre eigene Weste angehen möchten. Es sind vollkommen unterschiedliche Intentionen, also diese thematisch organisierten Gruppen und der Freundschaft Social Graph, beides Dinge, die hier abgebildet werden.
diese 7 Building Blocks, also Identität, Konversationen, Teilen, Präsenz, Beziehungen, Reputation und Gruppen, oder auf Englisch Identity, Conversations, Sharing, Presence, Relationships, Reputation und Groups, die findet man, wie gesagt, in unterschiedlicher Ausprägung und natürlich nicht in jeder Plattform im selben Maß verwirklicht. Wenn Sie hier sich LinkedIn anschauen, da steht natürlich Identität ganz stark im Vordergrund. Wie gesagt, das Profil ist im Wesentlichen ein Lebenslauf. Relationships, Business Graph, Reputation spielen eine große Rolle. Es gibt Gruppen, es gibt auch Conversations, Sharing. All diese Bereiche kommen vor, aber der Schwerpunkt liegt eben anderswo. Auf YouTube ist sicherlich Sharing, das ist hier durch die etwas dunkleren Sechsecke ausgedrückt, steht Sharing im Vordergrund. Auf Facebook geht es in erster Linie um die Relationships. Also diese 6 Building Blocks, die spielen in der einen oder anderen Form fast immer eine Rolle. TikTok, vorher kam mir der Gedanke, eigentlich müsste man mal zumindest testweise und experimentell eine Vorlesung als TikTok-Livestream machen. Hat's vermutlich schon mal gegeben, aber ich bin vorgestern, glaube zumindest 15 Minuten hängen geblieben bei einem Typen, der ein Ei mit einer Pinzette und einem so einem kleinen Spatel Penibel geschält hat. Ja, das Ei war roh. Hatte dann kurz vorm Ende einen Termin. All diese Building, oder sagen wir so, Zeitbudgets, Stichwort TikTok, Stichwort Instagram oder Zeit, die man auf Social Media verbringt und unterschiedliche Motivationen, wenn Sie nochmal an die Statistiken vom letzten Mal denken, im Großen und Ganzen spielt natürlich Entertainment, im großen Teil der Netzwerke eine beträchtliche Rolle. Der Teil der professionellen Creator ist relativ klein, aber im Business, Stichwort LinkedIn, wird diese Präsenz, wird diese Selbstrepräsentation natürlich auch laufend wichtiger. Das wär's mit den Definitionen. Ich habe Ihnen für heute aber noch ein paar ganz interessante Bilder zusammengetragen, die ich gern kommentieren möchte. Aber vorweg noch, wie bereits versprochen oder angedroht, ich werde Ihnen heute im Anschluss an die Vorlesung im Moodle dann die erste Übungsaufgabe freischalten. Diese Übungsaufgabe hat mit dem Inhalt der heutigen Vorlesung zu tun. Und zwar möchte ich, dass Sie anhand dieser Building Blocks, anhand der Dinge, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, der Definitionen, sich überlegen, oder besser gesagt, es kann eine App sein, eine Webseite, eine Community beschreiben, die Sie selber nutzen oder kennen, die Social-Media-Aspekte nutzt, die User-Generated-Content nutzt. Das muss keine reine Social-Media-Plattform sein, aber irgendein Teil davon sollte sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Folgt im Anschluss an die Vorlesung. Umfang unserer Übungsarbeiten liegt bei circa einer Seite, also ungefähr 3500 Zeichen, ist dann als PDF hochzuladen. Ja, dazu später im Moodle mehr. Und jetzt zum Abschluss ein paar Bilder. Was Sie hier sehen, ist dieses Conversation Prism, das, kursiert schon längere Zeit im Internet. Das ist die bisher aktuellste Variante, die ich gefunden habe. Sie können da wahrscheinlich jetzt nicht alles im Detail lesen. Ich nehme das nur deshalb mit rein. In allen diesen, soll man das sagen, Speichen, in allen diesen Segmenten dieses Kreises sehen Sie etliche Social Media Services oder zumindest Online Services, die auch bis zu einem gewissen Grad Social Media Charakter haben. Und hier rund um den Kreis rum, hier in diesem äußeren Bereich, sind die unterschiedlichen Themenbereiche. Das geht von Travel und Hospitality, Airbnb, absolut ein Social Media Services, Connecting in Real Life, klassische Social Networks, Blogs und Microblogs, Experten-Communities für Q&As, Stichwort Quora, Kommentarsysteme, Crowdfunding-Plattformen, Kickstarter und so weiter. Quantified Self, großes Thema mittlerweile. Denken Sie an diverse Hardware,
Fitbit-Uhren und so weiter, die permanent unsere Sauerstoffsättigung, Luftdruck und was weiß ich was messen. Auch diese Daten kann man entweder auf individueller Ebene verwenden oder wiederum in Communities die eigenen Jogging- oder Gewichthebleistungen mit anderen vergleichen. Social Bookmarking spielt heute keine so große Rolle mehr, war auch mal ein großer Hype. Imagery, Fotoalbum, nach wie vor Flickr, sehr, sehr populär. Livestreaming, ein spezielles Subgenre von Video, auch das wird uns in einer dedizierten Einheit beschäftigen. Da hoffe ich noch auf einen Gast, sind wir gerade noch am Verhandeln. Musik, Musikbereich, Spotify fällt vielen von Ihnen da sicher sofort ein. Events, Eventbrite oder ähnliche Plattformen, über die man eigene Veranstaltungen organisieren kann. Genauso virtuelle Veranstaltungen. Ich kenne mittlerweile mindestens ein Dutzend Kursplattformen, die auch Social Media Aspekte natürlich mit integrieren. Curation, Reviews und Ratings, Service und Networking, Business Networking, Diskussionen, Foren, Wikis, und damit meine ich nicht nur die große Wikipedia, sondern auch die vielen, vielen kleinen Sub-Wikis. Ich glaube, es gibt kaum eine mittelpopuläre Fernsehserie oder ein mittelpopuläres Computerspiel, zu dem nicht ein umfangreiches Fandom-Wiki existiert. All das, in all diesen digitalen Medienformen stecken sehr viele Aspekte von Social Media drin. Also deswegen zeige ich Ihnen diese Grafik auch im Hinblick auf die Übung. Das ist natürlich kein Prüfungsstoff, den man sich merken muss. Das soll nur veranschaulichen. Es sind ganz, ganz viele Bereiche und letztendlich sind das lauter unterschiedliche Intentionen. Ja, suche ich in einer Stadt, die ich nächstes Monat besuche, ein Zimmer im privaten Bereich, möchte ich meine Fitness verbessern. Und es gibt kaum einen Bereich, wo Sie nicht Services finden, die eben auch Social Media Mechanismen oder typische Social Media Building Blocks nutzen. Hier auf dieser Grafik wesentlich simpler, aber meiner Meinung nach, wenn es um die Intentionen geht, doch recht gut dargestellt. Wir haben im Wesentlichen Social Networks im privaten Familienbereich, Schule, Freunde, da geht es um das Teilen von Fotos, Dateien und so weiter. Es gibt einen Karrierebereich, der eine große Rolle spielt. Recruiting mittlerweile ohne LinkedIn, ohne digitale Bewerbungsunterlagen schwierig. Es gibt Trading, Einkauf, E-Commerce, oft übersehen der gesamte Bereich Dating und Romance. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, in dem Video von Eric Qualman, das wir uns letzte Woche im Hörsaal angesehen haben, da kommt eine Statistik vor, ich merke den Zahlen schlecht, aber dass online begonnene Partnerschaften, die in Ehen resultieren, statistisch länger halten, als wenn sich die Personen auf analogen Weg kennenlernen. All diese Intentionen stecken natürlich in diesen Social Media Plattformen mit drin, die wir verwenden. Das Ganze macht auch die Kommunikation nicht einfacher, wie Sie am Look dieser Grafik hier sehen. Die hat etliche Jahre am Rücken, nämlich schon 15 mittlerweile, stammt aus dem Jahre 2008, ist also fast ein historischer Beleg. Aber da begannen Kommunikationsagenturen, digitale Kommunikatoren drüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich? Wir haben da einiges drauf. RSS-Feeds und so weiter spielen keine große Rolle mehr. Ob es Second Life noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber wie auch immer, diese 5 Dimensionen finde ich spannend. Involve, also einbeziehen, create, Inhalte erschaffen, discuss, das wären wieder die Conversations, promote, Werbung und measure. Social Media als digitales Kommunikations-Environment ermöglicht uns natürlich auch eine sehr, sehr detaillierte Auswertung unserer Kommunikation. Also, Sie sehen schon die Tatsache, dass da plötzlich Kritiker, Fans, Kundinnen, potenzielle Kundinnen plötzlich mitdiskutieren. Die macht die digitale Kommunikation aus Markensicht natürlich nicht gerade einfacher, aber dafür auch durchaus spannender. Und zum Abschluss hier noch eine Grafik, die werde ich Ihnen dann auch hochladen. Die ist wesentlich aktueller, die stammt aus dem Vorjahr. Das ist so
mit Fokus auf den US-amerikanischen Bereich. Das ist so der Kuchen, wenn Sie so wollen, der digitale Medienkuchen, wo natürlich Social Media auch dazugehört. Das sind die großen Unternehmen bzw. die großen Player mitsamt ihrem Jahresumsatz. Da haben wir natürlich Meta, die da ganz, ganz fett mitspielen. So, ich sitze davor. Alphabet, also der ganze Google-Kosmos. Microsoft, denen unter anderem LinkedIn gehört. Apple, auch mit iTunes und ihren eigenen Services. Und natürlich Amazon. Und mittendrin eine ganze Menge Unternehmen. Ich wusste gar nicht, dass Nvidia, also Grafikkartenhersteller, auch so weit vorne mitspielt vom Umsatz. Und dazwischen eine Menge Unternehmen, die teilweise aus dem klassischen Medienbereich kommen, die aber mittlerweile auch alle natürlich Social Media intensiver nutzen müssen. Vielleicht haben Sie mitbekommen, es gab vor kurzem beim Profil, ich spreche jetzt nicht vom Social Media Profil, sondern von dem österreichischen Wochenmagazin, einen Chefredakteurswechsel. Gibt jetzt eine Chefredakteurin und da gab es ein ausführliches Interview im Standard und natürlich wenig überraschend, primäres Ziel, natürlich hochwertiger Investigativjournalismus und stärkerer Fokus auf die digitale Kommunikation. Social Media ist here to stay, wie man so schön sagt, und wie gesagt, es sind eben nicht nur die großen Player, die großen Plattformen, sondern sehr viele Apps, Services, in denen einzelne Elemente dieser, wie soll man das nennen, dieses Social Media Paradigmas sehr, sehr stark vorkommen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser dritten Einheit. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema Social Media Algorithmen. Wie funktionieren die im Detail? Wie gewohnt folgt in Kürze das Video auf Moodle, bis zur nächsten Woche auch die Zusammenfassung und heute auch die erste Übungsaufgabe. Aber da bekommen Sie dann nochmal ein gesondertes E-Mail von mir. Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben, da live mit dabei zu sein. Nein, nächste Woche nochmal online. Ich habe sie Moodle schon online reingestellt. Danke fürs live dabei sein. Bis zur nächsten Woche. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten, produktiven, je nachdem, Donnerstag. Ciao.